Das ist Deutschland. Der Containerhafen in Hamburg, kunstvoll symmetrisch fotografiert von Gerhard Launer. Der Luftbildfotograf ist im Sommer täglich mit seiner Cessna unterwegs, oft 8 Stunden pro Tag. Und er zeigt die Landschaft so, wie man sie nur von hier oben sehen kann. Ich habe die Möglichkeit, Dinge aus einer Perspektive zu sehen, die meisten verborgen bleibt. Und ich sehe aus der Luftbildperspektive manche Motive anders, als ich mir am Boden vorstellen könnte, dass sie aussehen. Die Vorbereitungen beginnen dort unten. Für die Kamera ist ein Loch in die Maschine eingebaut. Hier auf dem Würzburger Flughafen ist Gerhard Launers Basis. Über 14.000 Flugstunden hat er schon auf dem Konto. Denn Launer fotografiert nicht nur, er fliegt auch gleichzeitig. Ich habe ganz bestimmte Vorstellungen von Aufnahmen, wie ich sie machen will. Und ich habe natürlich am Anfang auch erstmal einen Piloten genommen. Und dann hat der Pilot nicht das gemacht, was ich wollte. Dann habe ich es umgekehrt gemacht. Dann bin ich geflogen, habe einen Fotografen genommen. Dann war es wieder genauso. Dann habe ich mir irgendwann gesagt, so, also jetzt machst du das alleine. Und dazu bringt er das Flugzeug genau in die Position, aus der das Foto geschossen werden soll. Diese extremen Manöver sind für die meisten schwer zu verkraften. Ab und zu habe ich immer mitgenommen und festgestellt, dass das Ding dann nicht so ganz gut ging. Und ich dann schon mal gezwungen war, irgendwo zwischendrin zu landen, was ich nicht unbedingt wollte. Und deswegen, also, ich fliege also praktisch immer alleine. Für seine Fotoserie wurde Launer schon mehrfach ausgezeichnet. Seine Reisen führten ihn durch ganz Deutschland. Von der Nordsee mit Robben, die wie Muster im Sand liegen, über die sächsische Schweiz bis zu den Bayerischen Alpen. Ich habe sehr, sehr viele Länder kennengelernt. Das war auch, ich habe eine Zeit lang auch ein bisschen Reisefotografie gemacht, war auch in allen Erdteilen. Und ich muss wirklich sagen, Deutschland ist so faszinierend, dass ich mich einfach darauf spezialisiert habe und versuche, das Schönste, was man so in Deutschland zeigen kann, eben auch zu zeigen. Gerhard Launer hat Grafikdesign studiert. Daher kommt sein besonderer Blick für die Struktur in der Landschaft. Und obwohl er von dort oben aus dem Flugzeug über hunderte Kilometer weit sehen kann, fängt er mit der Kamera kleine Details ein. Ich glaube gar nicht, was für Kunstwerke manche Landwirte vollbringen. Und die wissen das gar nicht. Sondern einfach aufgrund des Radiuses der Traktoren entstehen da Kunstwerke, da wo sie immer wenden. Das ist also unglaublich. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Wenn das einer bewusst machen solle, würde es wahrscheinlich gar nicht hinbekommen. In den Städten ist es vor allem die Architektur, die Gerhard Launer reizt. Und natürlich die zahlreichen Strukturen, die da zu finden sind. Klar geordnet ist diese Stadt. Mannheim in Baden-Württemberg. Auch sehr gerade, aber viel lieblicher, Freudenberg in Nordrhein-Westfalen. Besonders reizvoll ist die Großstadt, wie der Fernsehturm in Berlin. Auch nach 35 Jahren in der Luft ist Gerhard Launer von der Welt dort unten, hier ein einfacher Sportplatz, immer wieder begeistert. Manchmal ist es unheimlich aufregend, manchmal ist es einfach unglaublich beruhigend, also gerade wenn ich zum Beispiel einen langen Vorderflugtag hinter mir habe und dann auf dem Heimweg bin, in großer Höhe zum Beispiel, ich versuche dann immer so hoch, wie es irgendwie geht, zu fliegen, ist vollkommen ruhig und man kann unglaublich entspannen. Und von seinen Flügen bringt Gerhard Launer Fotos mit, die seinen Blick auf Deutschland auch den Menschen am Boden zugänglich machen.